Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Templates beschäftigen. Und Templates sind in C++ nichts anderes als die Generics in C#. Das heißt, wir können sie einsetzen, um Platzhalter für Typen bei Methoden oder bei Klassen stehen zu lassen, die man dann eben bei Aufruf oder bei Einsatz der Klasse jeweils auflösen kann. Und dazu machen wir mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine Methode, die heißt Max und die soll mir das Maximum zwischen zwei Zahlen, die hier übergeben werden, ermitteln. Ich lasse mir diese Werte hier per Referenz übergeben, damit man das mal als Beispiel nochmal sieht. Und dann gucke ich mir eben an, ist das erste kleiner als das zweite? Wenn das der Fall ist, gebe ich natürlich das zweite zurück. Ich will ja das größere zurückgeben. Ansonsten gebe ich das erste zurück. Ja, und wir können jetzt hier eben diese Methode durchaus für ints eben einsetzen, ohne Probleme. Wir haben hier eben beispielsweise, wenn ich hier das Maximum zwischen 4 und dann der 30 über ermitteln möchte, dann kriege ich hier eben jetzt das zurück. Der Punkt ist ganz einfach, wenn ich jetzt zwei Double-Werte habe, beispielsweise eben 42.0 und Double-Wert 2 ist eben die 27.7, dann kann ich natürlich auch hier mal diese Max-Funktion aufrufen und hier Double-Wert 1 und Double-Wert 2 übergeben. Wir sehen sogar, dass das funktioniert in C++. Der Punkt ist aber, dieses Komma 7 wird abgeschnitten. Wenn wir also diesen Code kompilieren und mal ausführen, dann sehen wir hier, dass ich hier letztendlich die Werte 42 und 27 habe. Das ist dann vielleicht insofern prekär, wenn ich hier sagen würde, dass wir hier beispielsweise 27,3 haben und hier 27,7. Das heißt, eigentlich würde sozusagen der zweite Wert gewinnen. Aber wir kriegen hier letztendlich 27 zurück. Das heißt, unsere Max-Funktion, die funktioniert nicht richtig mit unseren Double-Werten hier. Wie wir hier sehen, kriegen wir eben hier die 27 zurück statt 27,7. Was wir aber natürlich machen können, ist, dass wir diese Max-Methode nicht bloß mit ints laufen lassen, sondern wir machen jetzt ein Template. Und anstatt hier eben int zu verwenden, verwenden wir hier jetzt eben t. Und wie wir hier jetzt eben sehen, können wir ganz einfach auch auf diesen t hier den kleiner gleich Operator aufrufen, ohne dass wir hier Probleme bekommen. Wir können jetzt natürlich sagen, dass wir hier das nochmal kurz anpassen, 24,0, 103 und 27,7, und wir könnten das dann natürlich auch mit Booleans verwenden. Ohne Probleme. Und durch diese Definition des Templates hier oben haben wir sozusagen jetzt ein Template geschaffen, das wir jetzt im nächsten Member, also in dieser Max-Funktion hier jetzt einsetzen können. Und wir haben das eben als Rückgabetypen eingesetzt und als Referenz auf T für die beiden Parameter. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, in C# hätte das Ganze ja ungefähr so ausgesehen. Wir hätten erstmal eine Klasse gebraucht,
In der hätten wir dann eben diese Methode gehabt, Entschuldigung, eben t, max of t, und hier hätten wir eben je nachdem, also t first und t second gehabt. Und damit wir jetzt tatsächlich diesen kleiner Gleichoperator einsetzen hätten können, hätten wir jetzt eben eine Einschränkung machen müssen, where t is eben I comparable of t. Und genau dann hätten wir hier eben die geschweiften Klammern aufmachen können, was wiederum heißt, dass wir hier eben gucken könnten, first compared to second. Und dann hätten wir hier eben abfragen können, ist das eben kleiner als 0? Fragezeichen, dann hätten wir second zurückgegeben, ansonsten first. Und dann hätten wir das hier eben zumachen können. Und so hätte das Ganze eben in C-Sharp ausgesehen. Wichtig ist eben, wir hätten hier eine Einschränkung machen müssen mit dieser Where-Klausel, damit wir eben eine bestimmte API auf unseren Generics in C-Sharp erwarten können. Und das brauchen Sie in C++ überhaupt nicht machen. Sie definieren sich einfach ein Template und können dann beliebige APIs auf diesen Objekten aufrufen. Und der Unterschied zwischen C-Sharp und C++ liegt eben in der Variante, dass Templates komplett zur Compile-Zeit aufgelöst werden. Also aufgelöst zu beim Kompilieren. Es wird jetzt also sozusagen, wenn dieser Code hier unten erzeugt wird, geguckt, okay, wir haben hier einmal Ints, wir haben hier einmal Doubles, wir haben hier einmal Booleans. Das heißt, ich würde 3 Max-Funktionen erstellen. Das sagt der Compiler natürlich. Der Compiler erstellt hier 3 Max-Funktionen. Einmal für Int, einmal für Double, einmal für Bool. Und diese werden dann eben komplett einfach als existierende Methoden mit dem Kompilat ausgeführt. Also wir haben diese Max-Methode dann letztendlich 3-mal. In C-Sharp ist das eben nicht der Fall. Hier wird tatsächlich eine generische Variante dieser Methode gespeichert und die wird dann eben beim ersten Einsatz, also wenn hier dieses Ding zum Beispiel das erste Mal mit int aufgerufen wird, dann wird das tatsächlich aufgelöst. Und das passiert dann aber eben zur Laufzeit. Deswegen sind Templates in C++ auch schneller als Generics in C-Sharp. Warum? Weil eben keine Laufzeitauflösung notwendig ist. Wir kriegen hier eben direkt die Möglichkeiten, dass der Compiler uns die entsprechenden Members erzeugt. Und wie auch schon erwähnt, die Where-Klausel ist in C++ auch nicht notwendig. Auch das schauen wir uns nochmal an. Wir haben bereits eine Klasse Rechteck geschrieben, die hatte ja eine Breite und eine Höhe. Und wir haben dann ja auch hier berechne Fläche gemacht. Und wir könnten ja jetzt einfach annehmen, wenn wir 2 Rechtecke haben, dann gilt eben das als größer, das eben eine größere Fläche hat, indem wir eben hier Breite mal Höhe multiplizieren. Und diese Header-Datei, die binde ich hier jetzt mal ein, rechteck.h. Und wenn ich mir jetzt eben hier 2 Rechtecke erstelle, eins mit 4 und 6 und eins mit 2 oder 3 und 2 beispielsweise, dann sehen wir eindeutig, also das 1er muss auf jeden Fall größer sein. Und wenn ich mir jetzt hier überlegen möchte, welches Rechteck denn hier größer ist, dann muss ich eben diese Max-Funktion mal mit diesen beiden Werten aufrufen. Rechteck 1 und Rechteck 2. Und wir sehen hier eben, wenn wir jetzt hier versuchen zu kompilieren, kriegen wir einen Compiler-Fehler. Entschuldigung.
Und der sagt jetzt eben aus, dass unsere Klasse Rechteck, die wir hier jetzt mit diesem Template eingesetzt haben, diesen kleiner Operator, der ja hier oben, wie wir hier sehen, eingesetzt wird, dass unsere Klasse das nicht unterstützt. Und das ist jetzt eben nochmal genau der Hinweis darauf, dass in C++ eben Templates direkt zur Compilezeit aufgelöst werden. Nachdem wir jetzt hier unseren Code hinzugefügt haben, würden wir sozusagen sehen, dass hier das Rechteck ebenfalls für dieses Template eingesetzt wird und der Compiler überprüft eben dann, ob Rechteck die entsprechende API eben hier das Überladen des kleiner Operators unterstützt, dass das eben gegeben ist. Und wenn nicht, dann kriegen wir einfach einen harten Compiler-Fehler, unser Code kompiliert nicht und wir können ihn nicht ausliefern, wenn wir uns eben nicht an die API halten, die wir in den entsprechenden Klassen brauchen. Und das ist eben so viel zu Templates. Wie gesagt, schneller als in C-Sharp die Generics und Auflösung zur Compilezeit. Das ist eigentlich das Wichtige, was man als Unterschied betrachten muss zwischen C++ und C-Sharp. Templates sind auch noch viel mächtiger. Darauf werde ich jetzt aber nicht genau eingehen. Das ist eben die Template-Programmierung in C++. Das ist eigentlich ein ganzes Kapitel für sich. Da haben auch Leute schon ganze Bücher drüber geschrieben. So tief werden wir jetzt nicht in die Spezialitäten von Templates einsteigen. Wichtig ist aber zu merken, dass die einfach zur Compilezeit aufgelöst werden und dadurch halt auch verdammt schnell sind, weil das Zeug ist letztendlich wirklich hart verdrahtet vom Compiler. Wenn ich hier dieses Max aufrufe mit 4 und 30, dann landen wir in der Max-Int-Variante und das ist eben alles hart kodiert vom Compiler oder hart verlinkt sozusagen, besser gesagt. Und damit bin ich eben am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.